Wenn du die Gespräche jetzt im Internet anschaust, raumzeitlicher Schnickschnack, muss dir eins klar sein, dass auf jedes Gespräch, wo da drin ist, vielleicht 100 Gespräche sind, wo nicht aufgenommen werden. Weil das ist für jeden, wo ich immer sage, gleich. Ich kann eine Geschichte machen von meinem Erich, ich mache mal aus dem Laden bei mir raus, dass ich ja immer zu Phasen, gewissen Phasen, wenn welche gekommen sind und was erklärt habe, hast du natürlich immer wieder so Erklärungsmodelle, wo ich Lautsprecher erkläre oder dieses oder jenes erkläre. Und da sitzt mir Erich im Büro und er sagt einmal, ich kann es nicht mehr hören, weil wir ja viele Leute gehabt haben. Und dann bin ich einmal zu ihm und habe gesagt, Erich, dir muss ganz klar sein, dass auf einmal, wo du es mitkriegst, erklärst ich ja 50 oder 60 oder 100 Mal. Mhm. Sag ich, für mich ist es aber so, wenn jetzt die Tür aufgeht und es kommt dann eine Reihe und der will einen Unlock kaufen. Und der will beraten werden. Mhm. Wieso sollte ich jetzt den, der zum 500. Mal reinkommt, schlechter beraten wie den, der das erste Mal reinkommt, bloß weil ich die Scheiße nicht mehr hören kann? Hat er nicht auch das Recht, dass ich den genauso berate wie den ersten? Und wenn du halt sehr, sehr viel verkaufst, kommen halt sehr, sehr viele Leute und die sind alle gleich beraten worden. Das ist halt einmal. Das ist ein Job, das hast du, das ist Aufklärung oder nicht Aufklärung, das sucht sich ja auch keiner raus. Also wenn ich mir das raussuchen hätte, hätte ich mal einen anderen Job gemacht, hätte den BC gemacht, schau dir an, sitzt da hinten und klärt. Und einfach im Hintergrund, dann schaut sich das an, ist doch bequemer wie selber reden. Man kommt selber drauf, irgendwann einmal. Man muss eh immer selber denken, die meiste Zeit ist man allein. Aber man greift halt immer in der eigenen Logik. Und über die Grenze der Logik hinausgehen, das ist das, was ich immer sage, das Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Das baut alles auf diesen simplen Phänomen auf, dass du vorabgestimmte Meinungen hast, die dich blind machen ohne Ende, im Positiven wie im Negativen. Dieses gibt's nicht, unmöglich. Obwohl das doch so offensichtlich ist, wenn ich sage, wenn du an was nicht denkst, existiert es nicht. Ich war sonst ja mit dem Frankie. Die Gespräche, wie der Frankie sich wehrt, manchmal, der hört zu, man hat den Eindruck, es ist immer wieder keiner Gedanke, den du dir denkst, der Information was hören. Aber wir bleiben jetzt einmal da bewusst und dann stürzt der so ab, wo er dann richtig batzig wird, wo er sagt, aber das kann ich ja nicht überprüfen und hin und her. Und dann merkst du, jetzt fängt das Ego an, sich in die Verteidigungsposition zu verziehen. Da musst du aufhören, dann ist es vollkommen sinnlos. Entweder öffnet sich einer für was Neues und der ist halt, wenn es vollkommen neu ist, der Menon-Dialog von einem Platon, den ich mir jetzt ausdenke, konnte das wirklich ein Platon, sprich ein Sokrates, weil der Sokrates ist ja wieder was Ausgedachtes von dem Platon, zumindest denke ich mir das jetzt. Merkst du, es sind nur Gedanken, alles logische Konstrukte. Löse dich komplett von dem Glauben, dass ein Gedanke, den du jetzt denkst, in die Vergangenheit denkst, dass der schon da war, bevor du ihn gedacht hast. Schon diese Formulierung kann ein Gedanke, den du denkst, existieren, bevor du ihn denkst. Der Gedanke nicht, aber das, was ich denke. Ist ein Blödsinn, verstehst du? Der Gedanke nicht, aber das, was ich denke. Also wenn ich jetzt an eine Erdkugel denke, dann ist die ja schon da, wo es bevor ich die gedacht habe. Ich sage, ist doch bloß ein Gedanke jetzt von dir. Du behauptest, dass ein Gedanke existiert, bevor du ihn denkst. Oder dann noch schlimmer, du glaubst, dass ein Gedanke von dir auch dann existiert, wenn du ihn nicht denkst. Das ist Schizophrenie. Das sind normale Menschen, das sind Materialisten. Und was noch schlimmer sind wie Materialisten, sind Buddhisten. Die sich was denken und sagen, das ist ja gar nicht. Ist ja bloß Maya. Ich sage, das ist was, der Gedanke ist ein Gedanke. Das ist das Problem. Es sind deine Informationen. Jetzt schreibt dir selbst der Materialismus vor. Ich kann es nicht oft genug sagen. Du kannst es nicht wahrnehmen, wenn es nicht deine Information ist. Es muss erst einmal in deinem Kopf sein. Die Frage ist jetzt, wo kommt es her? Natürlich von außen, von der Vergangenheit. Alles Blödsinn. Ist so unheimlich logisch, wenn du mit der Logik arbeitest. Das ist nicht besonders geistreich. Man muss halt ganz genau hinhören. Und ich glaube, das wissen halt die meisten nicht, wenn du sagst, etwas ist da und etwas existiert. Rot und Blau, Inge. Nur ja, dieses Rot ja, und Blau. Ja. Das ständig, egal was du magst, du kannst ja nicht anders. Darum sage ich, werde ich gar nicht dagegen. Mach dir bewusst, ob es besonders sinnvoll ist. Wenn dann wieder eine reingrätschen, wo es dann die typischen Miesebäder, du kriegst dann gewisse Charaktere. Die sind einfach, wenn du die denkst, dass du schon die Figuren, die du dir ausdenkst, aufgrund von Beobachtungen gewisse Charaktere zusprichst. Jeden. Aber das ist, die werden dann immer für dich so sein, wie du das definierst.
Und jetzt kannst du immer wieder in dich reinschauen, inwieweit du in dem Glauben bist, dass du mit dem, was du jetzt denkst, nichts zu tun hast. Und dann kann der Udo tausendmal auftauchen und dir sagen, mit wem sollte denn der Gedanke denn sonst was zu tun haben? Er muss doch zuerst einmal mit dem was zu tun haben, der ihn ausdenkt. Wie sieht es jetzt aus mit dem heliozentrischen Weltbild? Und du merkst jetzt, wie blind dich dieser normale materialistische Glaube macht. Und das ist genauso vergänglich wie die Scheibenwelt oder die Hohlkugelwelt. Du kannst nur schauen, was du zurzeit glaubst. Eins von vielen Möglichkeiten. Und du kannst jetzt noch tausend andere ausdenken. Das Problem ist bloß, wenn du bestimmst, das eine ist da außen und die anderen sind bloß Hirngespinste. Die anderen sind nur logische Konstrukte. Jetzt sagst du dann zum Beispiel, man hat ja früher geglaubt, die Welt ist geozentrisches Weltbild oder ptolemäisches Weltbild. Kennst du alles nur vom Hirnsagen? Das geozentrische Weltbild kennst du auch bloß vom Hirnsagen. Dann kommst du, das ist doch mittlerweile bewiesen. Ich sag, wie definierst du einen Beweis? Ich sage, all das, was du als bewiesen ansiehst, im religiösen und esoterischen Sinne und allen voran in der Naturwissenschaft, das sind reine dogmatische Axiome, Behauptungen, die du nicht einmal behaupten könntest, überprüfen könntest, wenn du wolltest. Das ist Geschwätz vom Zweiten. Alle Wissenschaften bauen auf. Alles, auf Axiomen. Alles. Das sind Grundannahmen, Übereinkommnisse, aber wer bestimmt, was ein Übereinkommnis ist? Und da musst du ausbrechen. Du musst der Erste sein. Die keines Beweises bedürfen wird. Richtig. Das ist meist allgemein angenommen. Und das Allgemeine ist natürlich wieder sehr widersprüchlich, hängt davon ab, was du als Allgemeinheit jetzt siehst. Auch moralische Vorstellungen. Da muss sich jeder religiöse Mensch an die eigene Nase fassen. Das ist alles, was dir erscheint, ist logisch. Diese Beispiele, wo ich immer wieder sage, mit Ehre. Das ist, was sind das für Glauben? Ich setze jetzt keinen Maßstab, ich beschreibe einfach. Komm mir wieder in den Sinn. Diese schönen Sachen, jetzt, das ist natürlich, wenn du jetzt, du kannst nur schauen, wie du darauf reagierst. Ein Sohn schlachtet fast seine Schwester ab, weil sie sich von einem deutschen Schwengenland hat. Und die Eltern schauen dabei zu. Und er sagt, da geht es um was, was wir Deutschen keine Ahnung haben, nämlich um Ehre. Ich sage, was ist das für eine beschissene Glaube? Was ist das für eine Ehre? Das ist aber jetzt schon in einem gewissen Maß moralisch. Für mich ist das einfach nur Gedanken. Das ist ein Blatt Papier, wo ich das lese. Ich war nicht dabei. Es ist eine Geschichte. Ich kann mir jetzt meine Gedanken machen, wie ich darauf reagiere. Die wird irgendwann einmal glauben, dass über jeden, den du dich aufregst oder mit dem du diskutierst, hättest du den seinen Schwamminhalt und den konntest du dir nicht raussuchen. Dann wäre alles, was du jetzt bekämpfst, wo dir hirnrissig erscheint, wäre deine Logik und deine jetzige Logik, die dir so logisch erscheint, wäre hirnrissig. Und du würdest es bekämpfen. Und das kannst du erst, wenn du dich zuerst einmal gleichsetzt in deiner Beschränktheit mit all den anderen beschränkten Figuren in deinem Traum. Als beschränkte Figur in deinem Traum. Die bist du aber nicht. Du spielst bloß eine Rolle davon. Schon die Selektion, der bin ich und die anderen bin ich nicht. Udo Feeling bedeutet genau das Gegenteil. Du bist alles, was du denkst und nichts davon. Das Meer ist alle seine Wellen, die prinzipiell auftauchen können aus diesem Meer, ist aber keine einzige dieser Wellen. Der widerspricht sich erlauben. Ganz simpel, wenn man das Prinzip verstanden hat. Ich mach dir keine Gedanken, wenn es so sein soll. Das heißt, wenn du mich jetzt sprechen hörst, egal wer du zu sein glaubst, dann bist du schon auf der sicheren Seite. Du kannst jetzt das natürlich in die Länge ziehen, dieses Spiel, weil alles passiert ja jetzt. Täglich grüßt das mal mit dir. Darum sind eben diese Filme da, die sind ja nie in der Vergangenheit gedreht worden. Das sind Metaphergeschichten, die in deinem Traum auftauchen, wenn das in deinem Traum auftaucht. Und das ist, was ich immer wieder sage, das ist keine Drohung, sondern auch eine Prophezeiung. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du die Reife hast, dich damit zu beschäftigen. Geist hört dich eigentlich nur selber sprechen. Oder? Immer. Also ich höre dich nicht sprechen, immer, immer. Dann beginnt das Spiel ja, Jürgen, und ich bin du. Und dieses Ich ist nicht der Udo, ist nicht der Jürgen. Es darf dir aber klar sein, dass Udo nicht der Jürgen ist, sondern der, der jetzt den Udo sprechen hört. Der behauptet zu sein. Ich höre den Udo jetzt sprechen. Aber das ist nicht die Ohren vom Udo und das Gehirn vom Udo, das den Udo sprechen hört und sich den Udo ausdenkt. Das ist eine andere Ebene. Das ist den aus, wie ich zeige dir, kein Guru und keiner, den du dir ausdenkst. Da wirst du merken, wenn du mal wirklich verstanden hast, um was es geht, ganz, ganz wenige beschreiben das. So jetzt einmal der Karl Renz, der ist jetzt auch nur ein Gedanke. Wenn du den anhörst, dann sag ich, der Karl hat zumindest das Wesentliche verstanden, ohne Frage. Das strahlt ja mit jeder Phase, mit jedem Satz, wo er sieht, strahlt er das aus, auch wenn er Späßli macht. Aber der weiß, was er ist. Ich erkläre dir, was du bist. Den Punkt hat er erreicht, aber er weiß nicht, wie er funktioniert.
Das geht Nummer eins drüber hinaus. Ich sag dir, erklär jetzt erst mal, was du bist. Da musst du erst mal den Punkt erreichen. Und der hat nichts zu tun mit Wissen. Da kann ich nicht drauf gehen. Bewusstsein ist nichts, was man haben kann. Es ist nichts, das durch ein Gehirn entsteht. Bewusstsein ist das, was alles wahrnimmt und was alles letztendlich die Form von dem Zeug annimmt. Bewusstsein ist Energie. Die schöne physikalische Formel. Ein träumender Geist wird ständig in eine andere Form Information umgewandelt, ohne dass er sich selber verändert. Der eigentliche Lesergeist, der einen Roman, einen Lebensroman liest, der ist am Ende des Buches immer noch dasselbe wie am Anfang. Übrigens ist der Anfang jetzt und das Ende ist auch jetzt, weil die ganzen Seiten jetzt sind. Er hat sich dabei nicht verändert. Er kennt bloß ein Buch aus dem Bücherregal, das in ihm drin ist, mehr. Und in jedem Leben hast du was zu lernen. Da gibt es keine bessere und keine schlechtere. Da wirst du auch noch in den Ausgleich mitkriegen, dass die, die du jetzt dir ausdenkst, das sind eh bloß Gedanken. Da wird es jetzt sehr vage, wenn ich sage, die jetzt ganz oben sind, was du auch immer als oben definierst. Die werden im nächsten Leben wieder BC himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt sein, weil die, jeder, der ganz oben ist, es immer auf Kosten von anderen macht. Auch wenn ihnen das nicht bewusst ist. Das verlogene Gutmenschentum, das ist, da wirst du irgendwann nochmal eine andere Vorstellung von Moral kriegen. Immer an die Jesus-Sprüche denken, das, was du nicht willst, dass man dir tut, das du auch keinen anderen. Im Positiven wie im Negativen. Also halte dich den Ball flach, wie man das so schön nennt. Das leichte Schwingen. Diese ganzen Argumentationen, diesen Großkotz, der dargestellt wird, und wer unterstützt es? Doch die, die die Leute bewundern. Ist doch die ganz anderen bewundern doch die Masse jetzt. Was ist Masse? Geistlose Zombies, lass die Toten ihre Toten begraben, klingt jetzt wieder so herzlos, ist das, was du irgendwann einmal merken, wenn du das Gefühl hast, dass das genau dein Problem ist. Das hat mit Herzlosigkeit überhaupt nichts zu tun. Es sind fremdgesteuerte, einfach massenträge Masse, Fähnchen im Wind, die jeden wehenden Modetrend nachhecheln, die an ihrem Internet hängen, sich wichtig nehmen, das bewundern, die Influencer. Das ist zurzeit ein Stand wieder, wirklich ein Umkippstamm, ob das jetzt die Geldgeilheit ist, der Banker ist. Egal was es ist, es giert alles nach Geld, bis hin zu den Kirchen. Wissen es nur gut zu verbergen. Den Ärzten, alles, ist alles Heuchelei. Ich kritisiere übrigens nicht, ich beschreibe, wenn du sehen kannst, dann siehst du das. Und da kannst du dir tausendmal einreden, du machst es ja, weil du ihnen helfen willst. Das ist wie wenn du spendest, dein Altruismus. Schau in dich rein, warum du es machst. Mit Sicherheit nicht, weil du ihnen helfen willst, sondern du wirst mit einer Information konfrontiert, wo du dich scheiße fühlst und du fühlst dich besser, wenn du was gibst. Das ist der Grund. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. So, jetzt machst du ein Päuschen. Der Hammer kommt nicht mehr wirklich was zu ändern. Am Anfang meint man, das ist ganz schön, weil wenn ein neuer Bereich ist, macht das immer alles. Und dann gibt es um und im Nachhinein sagst du, Gott sei Dank ist das passiert. Wenn es nämlich Gewalt passiert, von mir aus hätte ich das nicht gemacht. Das ist die Schicksalsschläge. Die man dann immer sagt, das ist wie beim Golfball, weil ich sage. Normal wiederhole ich wann, wenn du das tust, was eigentlich die heiligen Gesetze dir vorschreiben, und wenn du meinst, du musst deine eigene Meinung gehen, die gar nicht deine Meinung ist, dann muss man öfter auf dich draufschlagen, dass man dich wieder heimbringt. Ja. Helmut und Jota, die sind draußen am Auto. Ja. Du einfach laufen. Du kannst nicht gar nicht anstrengen. Du wirst mal wiederholen, dass du ja gerade das am Leben hältst. Das ist das Eigenartige, dass in dem Moment, wo du was los und willst, setzt du das dadurch, weißt du es nicht und willst dann gehen. Genau. Zum Beispiel Krankheit. Das zieht sich ohne Ende. Ein Internet ohne Sinn zu nehmen. Das zieht sich ohne Ende. Wobei der Zeit, das Zeitempfinden sowas was subjektiv ist. Und ich immer wieder so auch denke, dass hier was im Flug vergeht, dass gerade jetzt immer wieder so, wenn du jetzt sagst, wie lange ich jetzt bleibe, schon wieder. Nachts, wenn man jetzt schlafen kann, das ist mein Bein, das muss nochmal anfangen, dass du auf der Liste, dass du wirklich merkst, dass 5 Minuten, 2 Stunden sein können oder erwische ich.
ist. Urlaub. Diese Ewigkeit, bis der Urlaub ist, wenn man noch auf der Arbeit ist und dann push. Und dann sagt man, es ist schon wieder halt so her. War doch erst gestern. Das ist alles super gut. Absolut. Aber ich muss meinen Namen sagen, weil ich mal beim Brechen kann. Ja, meine Kinder genau. Ich habe gesagt, hätten Sie jetzt nichts gesagt. Habe ich schon gewundert. Ja, weil der Wettkönner so viel gleich gut. Der Brausen wollen die nicht kaufen. Ich habe nicht die laute Stimme. Ich habe nicht die laute Stimme.